Ja, ist schon mal zu. Und ich habe ja notfalls ja noch. Ich habe hier natürlich kein Licht mehr. Das war's auch schon. Okay. Na? Okay, gut. Ich habe mir das jetzt stressiger vorgestellt. Sehr schön. Ich hoffe, er freut sich jetzt drüber. Dann weiß ich so, warum es jetzt nur so verhältnismäßig wenig gab. Bring our blessings ready. I have everything prepared inside. I knew you'd come ready. I knew it. It has all been foretold. The pain will be with you for a long time. Embrace it, and it will serve you well. Pain and I are old friends. Joe, where'd you get all the toys? My minister's here, among the dwellers. Don't make me ask again. Sometimes I go among the hex at night for certain requirements. Through here. You must feel your way through the dark, Reddick. Don't trust your eyes. Speaks one thing that is true, Riddick. Do not trust all that you see. At least not yet. I thought it was the pain talking. Though it had always known its place before. Your destiny lies elsewhere, Riddick. So I'm going to give you a gift. Yes, you have been blind for far too long. But your world is about to get more. Destined for great things, ready? I get visions. They are never wrong. It is beautiful. I see you being surrounded by much suffering. What did you do? Just fix your arm. Please. Not light. Careful how you look at me. Ready? Tell me. What do you see? Everything. So, mit den neuen Spezialaugen können Sie in der Dunkelheit sehen. Q drücken, um die Nachtsicht ein- oder auszuschalten. Praktisch. Das kennen wir auch aus den Filmen. Hm?
geschnackt. So, jetzt geht das doch gleich deutlich besser hier. Mit euch Viechern. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert, weil irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass man die hier im Spiel schon direkt am Anfang hat. Die Riddick Vision. Aber tatsächlich kriegen wir sie ja erst im Laufe geteilt. Na, guck mal. Angriffsdruide, die jetzt nicht so vertrauenserweckend klingt. Naja, werden wir schon irgendwie hinkriegen, denke ich. Das sollte schon irgendwie passen. Okay, suchen Sie einen Ausgang zum Raumhafenhänger. Schauen wir uns hier einigermaßen durchschleichen können. Oh ja. Lassen wir das mal wieder aus. Und verschwende Runde Wasser. Ich meine, die haben wir hier bestimmt genug. Hat er gemeint, draußen ist Wüste. Das sollte passen. Oh, du hast eine Taschenlampe. Das ist nicht so gut. So, das war's mit der Pistole. Aber gut, ihr könnt natürlich auch gerne hierher kommen, meine Lieben. Tja, blöd, wenn man nichts sieht im Dunkeln. Okay, hätte man wahrscheinlich sinnvoller lösen können. Aber gut, wir sind weitergekommen. Nur darum geht's ja hier. Wir fehlen hier wieder Lichtschalter. Okay, I'm with you. Na, kommt hier gleich jemand um die Ecke? Show yourself.
down. Mach ich. So, das ging dann fürs Erste noch mal ganz gut. Ich glaube, das Nanopack hebe ich mal auf. Notfalls. Das halt nachher noch mal nachzufüllen. Zack. Da oben. Wahrscheinlich hätten wir auch hier rüber gehen können, ne? Stress is gonna get in. Yeah, I'm taking a look. If we're lucky. Genau, dann schaut doch mal. Ja, wie gesagt, schleichen ist zwar ganz nett, aber mir dauert es meistens zu lange. Irgendwo ist hier noch jemand. Oh, Türklingel. Für Hank. Ich will erstmal hier ein bisschen für Ruhe sorgen. Schön von der Tür zerquetscht worden, der Typ. Aber wie es aussieht, geht's hier weiter. Gut, dann werde ich vielleicht doch noch erst nochmal klingeln. Einfach keiner auf. Oh. Gut, vielleicht hätten wir es hier auch noch irgendwie schleichend lösen können. Ne, hier sind auch noch mehr davon. Boah, wie unfreundlich die alle sind. Ich gehe mal wieder. Das ist jetzt unheimlich. Hey, what are you doing in here? Get out of here. Ah, Otep. Nee, Otis war das bei Monkey Island, verdammt. Aber ja, ich denke mal, das werden auch irgendwelche Entwickler wieder sein. So, da unten war die Medstation. Die lohnt sich jetzt auch wieder. Zack. Dann wären wir nämlich wieder ein wenig geheilt. Ja, ich kann mir echt gut vorstellen, dass es da alle Entwickler sind, die dann auch ihren Text eingesprochen haben. Herr Kanzler. Ich überlege gerade, hatten wir zu der Zeit noch... Ja doch, ich glaube wir hatten... Wann ist denn die Merkel an die Macht gekommen? Also quasi, wann ist die Kanzlerin geworden? 2005, 2007, irgendwas in den Dreh?
stimmt, hier oben ist nichts mehr. Ich glaube, da haben wir tatsächlich zu der Zeit noch ein... Obwohl, du kannst ja im Englischen ja beides heißt. Das bringt leider nichts. Aber das bringt was. Haben wir jetzt hier quasi auch schon aufgeräumt? Ja, es sieht ganz so aus. Sehr gut. Da sollte ich vielleicht nicht runterspringen. Okay, das ging angenehm gut. Ja, wie gesagt, verstecken brauche ich hier jetzt ja nichts mehr, nicht mehr. Wir sind ja eh schon erkannt. Dann kann ich mir den Spaß auch sparen. Der Wolf. Hotdogs, Pommes und Burger. Was willst du mehr? Ja, oder ist hier Benicio del Toro? Wahrscheinlich halb und halb. Teilweise Entwickler, teilweise irgendwelche Schauspieler. So, hier hätten wir notfalls nochmal eine Ecke zum Verstecken. Aber brauchen wir im Moment ja nicht. Genau, setz dich mal schön. Dann müssen wahrscheinlich eh darüber. Oder wir reden einfach mit ihm. No, not the probe. No. Fucking God! Unauthorized eye pattern scan. Alerting security. Please remain where you are. Gonna need some eyes. Abbott. Ach so, okay. Ich glaube, wir können den jetzt irgendwie reinpacken. So, das war jetzt nicht besonders gut. Na gut, ich glaube, wir hätten da aber eh hin müssen. Um dann jetzt quasi mit der Quest hier weiterzumachen. Sodass die Tür geöffnet wird. Oder wir schauen mal kurz in den Lukenschacht rein. Ne? Oder auch nicht. Aber wahrscheinlich hätten wir da nur für der anderen Seite hin können. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt nehme ich die Tür hier auf. Das macht jetzt eine ganze Menge mehr Sinn. Naja. Hier die... Ist sogar schon verschmiert. Die schönen Plakate.
richtig viel los. Ich sehe gerade leider nicht so viel, aber es reicht, um euch einigermaßen wegzuschießen. So. Lebte hier noch jemand? Und schon haben wir hier wieder Ruhe. Wie der Fett. Es klingt nicht so, als wäre das so unglaublich gesund, was die da raushauen. So, das war's mit euch, oder? Yep, sehr schön. Ich glaube, wir haben aus Versehen noch ein paar Burger erschossen, so wie das aussieht. Gut, hier ist dann erstmal Schicht im Schacht. Da noch nicht so ganz. Du hast recht, du bist tot. Schön, dass du das erkannt hast. Dann müssen wir hier oben. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Who's there? I'm sleeping. Go away. Ja, das hat man gehört. So schnell wie du in der Klingel warst, hast du bestimmt tief geschlafen. Tief und fest. Dankeschön, Blacky. Und herzlich willkommen euch. Was gab's für euch gerade noch? Die Blacky Army. Hallo. Lego. Ah ja, cool. Danke fürs Folgen, Raffi. Freut mich, freut mich. Ich weiß gar nicht, von den Lego-Teilen, was ich da dann unbedingt von gespielt hatte. Ich glaube den Herr, ich glaube irgendeins von den Herr der Ringe Dingern. Star Wars nice gemacht. Ja, ich glaube, es war eins der ersten Lego-Spiele, die damals rauskam. War das Herr der Ringe oder war das Star Wars irgendwas? Nee, ich glaube, es war sogar Star Wars. Ich kann mich dunkler erinnern, mit Obi-Wan durch die Gegend gelaufen zu sein. Ja.
dann war's das. Meinst du die Stimme im Spiel oder meine Stimme, die interessant ist? Listen, I don't want to talk right now, okay? Ja, ja. Sehr gameplayhaft. Ja, kommt aufs Spiel an. Aber in dem Fall passt es wirklich ganz gut. Was macht ihr denn da drin? Was macht ihr denn da unbedingt drin? Aber gut, wie gesagt, Nano brauchen wir gerade nicht. Da habe ich mich ja noch geheilt. Andererseits, ich meine, hier waren wir ja schon. Ups. Jo, mach das. Fatscan Feierabend. Ich wollte gerade schon guten Appetit wünschen. Bei uns war Fatzen halt immer essen gehen. Aber ja, danke fürs Reinschauen. Und Leute da lassen. Bis die Tage dann. Ja, schau mal, ich werde wahrscheinlich auch nur noch eine halbe Stunde machen. Da habe ich dann 3 Stunden heute. Eine Stunde kürzer als sonst. Aber ich glaube, das Spiel ist allgemein eh nicht so lange. Von daher fahren wir es wahrscheinlich beim nächsten Stream sogar schon durch. Something's going on here. And I'm taking it. So. Weggehen. Ah ja, okay. Na, das sind halt immer so die regionalen Unterschiede. Who's there? I'm sleeping. Go away. Listen. I don't want to talk right now, okay? Listen, I noticed something. I'm gonna check who's there. Du warst das? Hier ist echt nur noch Müll. Müll, Müll, Müll. Wie auf Deponia. Fast. Ach man, niemand will mit uns reden, die Tür aufmachen. Alle sehr, sehr unfreundlich hier. Go away. I'm on vacation. was ist das denn? Ein Gewehrfutteral. Ah, und da hört es Abbots Klingel sogar. Will ich erstmal gucken. Was es hier gibt? Ach, da oben wahrscheinlich, ne? So, das dürfte es gewesen sein. Sehr cool. Okay. Das hat funktioniert. Who the fuck's in my apartment? Du hast doch gerade aufgemacht, du Trottel. Das ist aber ein großes Apartment, muss ich zugeben. Baby!
How long you been here? Long enough. Even though Abbott's a cocksucker, I'm going to suggest strongly that you not kill him. At least not until I get my plus 50. Now, you and I are leaving Butcher Bay. Not bad, Johns. Someday, you might just learn how to do this for a living. Going somewhere with my prisoner, Johns? But not today. Ja, ist, also, beziehungsweise es spielt vor Pitch Black oder vor Chronicles of Riddick auf jeden Fall. Gehört aber dazu. Why ruin a nice carpet? Moxley. It was just a matter of time when I was gonna bring Riddick back to you. How about our agreement, Johns? I'm willing to give you 20% on Riddick. Or should we keep negotiating? Call me crazy. I think he wants to hold out for more. You could be right. 22%. I'll take it. What do you say? 22%. Nobody steals my property from my house, Johns. Now get the fuck out of my slam. You got it. All right, Hoxie. What to do? I've got entire regions rioting. My slam has become a damn war zone. I'm losing men faster than I can replace them. And all of this unrest, well, it began soon after you arrived, Riddick. Could be a coincidence. Oh, don't sell yourself short. I can see why you've earned your rep. You almost killed my second-in-command today. Just working my way to the top. Even more reason for me to bury you deep. I'm sending you to the mines, Riddick. Down below the surface, where the sun never shines. You'll be the target of every Kong. Looking to make his bones with the Aquilans. I expect things could get ugly. I'll be disappointed if they don't. Some of the other slams I'd been to, Butcher Bay had a detached deficiency. It could contain the cons, but could never control them. So inside the bay walls was chaos, desperation, madness, and death. It's burning in my head! So, dann schauen wir mal. Ja genau, also Lula hat ja gerade schon die
Reihenfolge gesagt, also Pitch Black. Und ich glaube, also die Spiele spielen entweder vor Pitch Black, aber auf jeden Fall vor Chroniken eines Kriegers, also vor dem Riddick-Film. Genau, ja genau. Und Riddick 3 war dann tatsächlich wieder so ein bisschen wie Pitch Black gewesen. Ich glaube, vor, wann waren das? Vor ein oder zwei Jahren hatte ich mir die Filme nochmal angeschaut gehabt. Ja, es kommt hin. Hey, heads up! You got a hanger there! He's learning to fly. One fruit ball's part of this shithole. And land's even harder. Ja, echt. Ich glaube, wir kicken dich da mal runter, Kollege, ne? Wusst ihr, da ist bestimmt irgendwo so ein Zigarettenpäckchen drunter. Das ist vor Pitch Black. Ah ja. Ja, okay. Ja, wart's mal ab. Aber ja, nee, wie gesagt, ist halt die. Ich weiß gar nicht, ob. Nee, ich glaube. Hatte Duke Nukem auch Quake 3 oder Quake 4 Engine? Hurry up, move! The elevator's the other way, stupid! Ja, ich glaube, dann spielen wir jetzt erst nochmal mit. Okay, I can do this. I can get inside. Not now. We'll talk later. Now leaving. Tower 17. Gallery 45B. Back off! Hey, du hättest mich damit treffen können. What a mess. My sincerest regrets. Tower 17. Base. Not now. We'll talk later. Okay, mal gucken, ob der überhaupt so lange überlebt. Corpse detected. Spare a moment, huh? I know some things you'd want to know. Ach, jetzt willst du auf einmal reden. Getting out of Max is one thing. After you show above ground, some even think you're gonna push Jagger Valance down. But double Max is quite another. People are watching you. They never see me coming. Till it's too late. Jagger is the one down here. So far. Point is, there are rules. Look at the circle over there. Your double max home ends with this hall unless you step into the circle and defeat a blueskin. Centurion arranges all the fights. Talk to him. And talk to Dog Bone. He might help you get down to the mines. Okay, dann haben wir jetzt hier wieder so ein bisschen Hub-Area, wie es scheint. Wieder mal Gefängnis. Wieder mal ein paar Aufträge. Dann werden wir wieder fliehen müssen. You will die. Du wirst Würfel. We know you, Riddick. In fact, Jagger's been asking about you. But things here are more complicated than you heard. We need proof. You need to either kill Bam in the ring or manage to find your way into the drug interrogation room and beat the shit out of Abbott. You like the ring fight? See Centurion. Wanna buy some drugs? See Tutan in the courtyard. Okay, wir haben jetzt tatsächlich also zwei Möglichkeiten, das zu erledigen. Ich glaube, ich mache das mit den Drogen. Die Kämpfe sind halt hier nicht so wirklich ansprechend. Anspruchsvoll schon teilweise, aber nicht so ansprechend. Du, genau, du machst dann die Kämpfe. Netter Hut. So, ja, wie gesagt, ich werde auch jetzt demnächst ausmachen. 10, 20 Minuten noch. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Und bis denn. Danke fürs Reinschauen. Silencia. I don't want any trouble. Stay away.
Hey, step back, newcomer. It's my dream to work in the mines and meet Jack of Valance. I can't get out of the courtyard without fighting, though. Blueskins have me trapped. Hey, man, how's it going? Got a med station back here. I'll let you use it if you pay me. Okay. Brauche ich aber gerade nicht, danke. No need. The yard is off limits, punk. Toll. Ja, wie gesagt, mit dir will ich ja erstmal nicht reden. Oder muss ich jetzt erstmal kämpfen? You wanna get the Jagger? You have to talk to Dogbone. You wanna fight in the ring and earn access? If you wanna fight in the ring, Centurion's just over there. If you wanna buy drugs, two tons in the courtyard. Ich denke, ich darf jetzt nicht in den Innenhof, oder muss ich dich erst umboxen, dass ich da rein darf? The yard is off limits, punk. The yard is off limits, punk. Ich glaube, es hat denen nicht so gefallen. Getting out of Max is one thing. After you show above. Then das heißt, ich muss wahrscheinlich erst kämpfen, bevor ich dann da rein darf. We know you, Riddick. Hey, step back, newcomer. It's my dream to work in the Hey man, how's it going? Oder ich rede halt erstmal mit Rogues. The yard is off limits, punk. Got a med station back here. I'll let you use it if you pay me. Ach nee, warte, aber ich denke mal, die brauchen wir dann nach den Kämpfen. Na dann. Hey Riddick, let's go. Time to get into the ring. Set it up. A fight will cost you 5 UDs, but I'll let you in free. Try not to disappoint. Just send me a victim. I can't initiate any fights. Slam rules. So you have to find a victim. As you say. I suggest Herman, the blue skin at the gate. Challenge him, then come back here. Ah ja, genau. Okay. Ja, ich denke, wenn wir ihn umgehauen, dann muss ich wahrscheinlich nur einmal kämpfen, statt halt irgendwie mich in der Rangliste hochzuprügeln. Kill you. I get past. That sounds like a challenge. Let Centurion know. I'm ready to beat the shit out of you. Okay. Dankeschön. Dann machen wir das doch mal. Great, you have a challenger. Prepare to fight, Riddick. All right, we have a fight. We have a fight. The infamous Riddick against Herman. All bets are off, and remember, 5% goes to Jagger Valance. Okay, there are only two rules. One, do not step out of the circle during the fight. Rule two, stay in the circle until one of you is dead. Okay. Ready? I'm gonna kill you! Okay, das ist auch wieder so ein... Auch wieder so ein Kampf, wo... das mit dem Konter nicht funktioniert. Aber ging auch so. Ja, könnten wir. Aber brauche ich jetzt Leben? Gerade nachgucken. Got a med station back here. I'll let you use it if you pay me. Gut, vielleicht haben sie auch noch Sammelobjekte da drin.
Nein. $10 verschwendet. Gut, gucken wir mal, ob wir noch irgendwo die Drogen finden. Und dann soll es das für heute gewesen sein, denke ich mal. Haben wir doch ordentlich was geschafft. Hi. Hey, looky here. He's clean. Ah, okay, die durchsuchen mich dann. Gut, das heißt, erst Drogen kaufen, mich von denen durchsuchen lassen und dann Stress kriegen. In Ordnung. Listen, Cricket got the best shears you can buy. Hm? I got a custom-made bloody sharp shiv. Cuts through her belly like a soft-boiled egg. Hm, jetzt ein weichgekochtes Ei. Na, ich nehm's mal mit, vielleicht brauchen wir's ja noch. I'll take it. Here, take care, man. Arsif, take the cash and hide it in the usual place. Hm. Ich gehe da mal unauffällig hinterher. Du. Gut, dass das hier nicht auffällt. Soll ich dir vielleicht mal die Tür aufmachen? Hilft das dir vielleicht? That's BS. And you know it. Hey, I swear on my mother. Swear on whatever the heck you want. It's still BS. I ain't bullshitting, Trigo. I promise it's true. Hey, now shut up, Sunny. Get your goddamn head checked by a shrink or something. Hey, I've done that before. Ain't no fun. Oh yeah, well do it again. And let him this time analyze your mind like that guy Sigmund Freud. Sigmund who? Sigmund Freud, man. He was the psycho professor from a long time ago or whatever. And had this idea that all guys want to screw their mom or something like that. And also he discovered the mind and other stuff like... cerebro stuff. The mind? Yeah, the mind. You know what? Shut the hell up, okay? I'm trying to explain. Relax. Sorry, Holmes. Anyway, this guy, he like discovered the mind and shit and everything. Dreams, subconscious, hypnotizing, and fucking who knows what. You don't say. Now that is hardcore. Yeah, Sigmund Freud. Ja, Sigmund Freud, ne? You got a problem, huh? The Sereno's blessings don't come free. Get it? We got a list from a guard with the names of some snitches, but some asshole grabbed it. I want to know who, and I want that list. I find anything, I'll let you know. Okay, können wir noch mehr Aufträge mitnehmen? Hey, talk to Cuellas, all right? He runs the show. Get out of here, maestro. Cuellas is our man. Hey, talk to Cuellas. He's in charge here. Okay, dann will ich jetzt aber erstmal die Drogen haben. Stay away from me. I got important stuff to do. Mhm. Hm. Okay, er scheint sich aber dann nicht mehr weiter drum zu kümmern. Go away. Have you no respect? Nicht wirklich. Get lost. Hey man, you want to buy a few smokes? I can sell you a pack of smokes.
Or maybe you need some info. Lahala, lahala. Habala. Give me some. Okie dokie. There you go. Dankeschön. There's a big mining area underneath us, right? It's off limits to everyone. But Jagger Valance is down there, I'm sorry. Section D is an entrance, if you want to take a look. And if you want something other than smokes, say hello to Monster in the diner. Monster is connected. And there's a big mining area underneath. Okay. Show me some proof that all the blueskins are gone and I'll give you a reward. Section D is an entrance, if you want to take a look. And if you want... Done. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Blueskins tot sehen. Spezialiste. Ja, noch einiges. So, da kamen wir her. What the hell should I do? I need to get him, but there's no way I can get the ship through. There's an old trick you can use. You have an old-style filter smoke and a lighter? I'm gonna smoke the bitch to death? No, you dumb fuck. You burn the filter and work it into a needle. It's kind of fragile, so you don't want to work it too much. Stab him in the neck and he's done, man. Shit. I heard of that thing, of course. That's what I'm gonna do. Well, you're gonna need some practice, so take it easy. Some guys can smell that shit from miles away. Yeah, sure. Thanks. Okay. Hey, man. Want to try your luck with the dice? grab mal nicht, danke. Forget it. Aber hier ist echt sau viel zu tun. You're Riddick, yeah? Heard you pulled off some stunts in the circle. Say, you got a mining job? No. Need one. Impossible, unless you get assigned by the warden. Reason I ask is because I want to know if Jagger Valance is still around. I'm going into the mines. If Valance is there, I'll find him. So, alles klar, Tyrell. Dann bis zum nächsten Mal. Fürs Reinschauen. I've never seen you before. You want to make an impression? There are two PP members in Section A of the courtyard. Those bastards stole the red tube that I really need. Find out where they stashed it and bring it to me. I'll pay you. I'll check it out. Ich denke mal, das sind die, wo wir eh nachher nachschauen müssen, oder? Blueskins. Hey, man. How about you help me collect some debts? And I'll lend you money. I heard you're a pretty good fighter. Who owes you? Binks, one of the K3 guys in the diner. But you can't do him with muscles. Get some poison. Drop it in Binks' food. But don't kill him. I'll make sure he knows I'm the sender of that message. Okay. Es fühlt sich ja richtig. What the fuck is that? I never heard of him. You know the vents go all over this place. There's one that goes from the dying hall over to Zodus Land in Tower 19. Yeah, and? Anyway, Padilla, the crazy mother, he's been saving up butter and grease for the last 2 months or so. So what? And he's also been looking for this guy Cipriano, who used to run drugs. For the Serenos? Yeah, I know. He's been running milk for the Serenos. But he's double booked with the Zolas. The Serenos found out. And ordered his head. So Cipriano's in a sack full of fuck? Yeah, but he has some crisp connections with Zolas and goes to ground in Tower 19. That's where he's been hiding the last couple of weeks. And this guy Padilla, he takes a contract? Right. He's been really busy trying to find a way to get into Zolas land unnoticed. And he figures... Oh, the vent. You're getting ahead of me. Of course the damn vent. Well, this Padilla... He's kind of big. Oh, okay, yeah, for the vent. I said, don't get ahead of me.
Yeah. So, he strips and greases himself up, then goes into the vent. Well, all that lube works a little too good, and he slides right down to the first intersection. Well, he gets himself wedged, right? Well, you tell the story then. All right, man, I'm sorry. Well, it ain't long before the creatures get a whiff of all that butter and grease. Padilla was so much seasoned meat. When the axe find them a few days later, there ain't much left but stain and a stick. Oh, shit. That reminds me, I'm hungry. What, you want to front me? I am Sorenos. You want to see the PPPs? Check the A section. Okay. Hey, homie. You want to trade drugs? All right. Do me a favor. Tell me more. Okay, I need your help on two things, man. First, I need my injector back from the PPPs. Look, Gulag has some history with him. He'll tell you more. Second, Basim is really bumming me out. So I need you to waste him in the ring for me. How about it, man? Okay, also müssen wir da wirklich noch ein bisschen was machen. Aber hey, wir haben hier eine ganze Menge Aufträge. Hey, you want anything? Eine Menge zu tun hier. The mines. Tell me everything you know. You really want to go down there? Like Jagger Valance? That's why I asked. There's a door beside the work pass checkpoint. It's got a lock. The only ones that have a key are the guards, the high-ranking ones. If you can manage a one-on-one with an officer, you might be able to steal his keycard. And this Jagger Valance, he a problem? Problem? Nah, he's goddamn king in the mines. Live on what they find in the rock. Everybody pays in percentage. Okay. Obey all orders. Da geht es Richtung Arbeitslager. Mhm. I'm not gonna help you get down to the mines, if that's what you want. It's impossible. The mines. I need to get to them. You should talk to Flores in the courtyard. I just work down there. It just got off my pass, and I'll be damned if I didn't forget my glasses. If you're going down there, could you check around the big elevator in Upper Mines? I got a thing for eyes. Okay. Hier können wir erstmal nicht reden. Code incorrect. Schade. Kommt vielleicht noch. Code incorrect. Please enter correct code. Ja gut, aber ich glaube, wir haben auch noch gar keine Codes für hier. Aber gut, dann haben wir doch schon mal ordentlich was geschafft. Hey, what's up? You got any goods, man? Piss off, Tutong. You know I don't touch that shit. Hey, man, you got a set of works? I broke my needle. Hey, Tutong. So. Ja, ich glaube, dann werde ich beim nächsten Mal einfach mal schauen, was wir noch alles hier zu tun haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Soweit. Hoffe, ihr hattet Spaß. Chris Wilkins haben wir noch da. Und dann schauen wir halt nächsten Mittwoch mal, wie weit wir noch kommen. Eventuell kriegen wir es auch durch, weil ich glaube, so unglaublich lang war das Spiel auch nicht. Deswegen kann es sein, dass wir es nächsten Mittwoch da schon durchkriegen. Und ja, mal schauen, was wir jetzt dann noch Sinnvolles alles hier machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen hier mal an der Stelle. Hat mich gefreut. Hat auch jetzt echt wieder Spaß gemacht, das Ding nochmal anzufassen hier, das Spiel, nach der ganzen langen Zeit. Ich habe halt echt nur noch so Bruchstücke im Kopf, aber es ist halt echt cool gemacht. Gerade die Synchronisation ist sehr, sehr gut. Besonders, wenn man die Zeit bedenkt, in der das rauskam. Ich freue mich drauf, hier weiterzumachen.